Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den ersten Teil meiner Sammlungsreihe und zwar geht es heute um meine kompletten Primer, die sich zum jetzigen Zeitpunkt bei mir befinden. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen durch meine Sammlung zu stöbern, jedenfalls das, was ich hier auf meinem Tisch ausgebreitet habe, und richtig viel zu deklattern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Ich weiß, ich habe zu viel, aber es ist mein Job. Also man wirft ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, einem Menschen, der im Büro vorwirft, Büro arbeitet, wirft man ja auch nicht vor, dass er zu viele Aktenordner hat oder zu viele Stifte, oder einem Handwerker wirft man auch nicht vor, dass er zu viele Schraubenzieher hat, oder? Das ist immer so meine kleine Ausrede, ne? So, hey, ich mach's ja beruflich, ne? Mhm. Ja, es ist aber auch so, dass ich mir einfach zur Aufgabe gemacht habe, dass ich mich einfach durch die Beauty-Welt durchteste, um euch einfach auch so ein bisschen einen coolen Vibe mitgeben zu können. Zum einen, ne? Dass ich einfach sage, Mensch, was lohnt sich nicht? Das ist schon mal ganz wichtig, finde ich persönlich, dass einfach dafür sind die YouTube-Menschen einfach da, dass man dort sich da einfach eine ehrliche Meinung abholen kann, ne? Außerdem ist es halt auch einfach so, dass ich gerne eben mich schminke. Das ist einfach meine Leidenschaft. Das ist so toll. Das macht mir so viel Freude. Und deswegen habe ich das hier auch alles gestartet, ne? Mit dem YouTube-Kanal vor 4 Jahren bald. Ja, vor ziemlich genau 4 Jahren. Das war im Juli 2008. Oder? Ja, oder? Nee, Quatsch, nicht 2008. Was rede ich denn? 2018. Mensch, herzlich willkommen. Ja, manchmal ist die Frau auch ein bisschen beduselt, ne? Genau. Und dementsprechend ist es auch einfach schon 4 Jahre her. Und ja, natürlich sind so lange die Produkte nicht bei mir. Man muss auch immer auf das MID achten und so weiter, ne? Ja, aber es sammelt sich dann doch trotzdem einiges an. Eigentlich sind die Sachen, die bei mir sind, Produkte, die ich dann, nachdem ich sie getestet habe, für gut befunden habe. Aber manchmal sagt man, ey, das ist echt eine Masse. Und ich bin jetzt gerade hochgezogen von dem Erdgeschoss ins erste OG, weil wir uns entschieden haben, hier halt quasi Geschäftsräume von Claudis Welt halt reinzupacken. Und ja, aufgrund von meiner baldigen Mama-Seinschaft und die Räume natürlich anders nutzen zu können für die Kinder, für das Kind erstmal. Ja, genau. Haben wir uns so entschieden. Langes Intro, wow. Ich hoffe, das wird nicht jedes Mal so lang. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine ganzen Umzugskisten im Nebenraum stehen und habe mir gedacht, das macht auch voll Sinn, wenn ich, bevor ich das alles in die Alex-Kommoden einräume, das aussortiere, ne? Und dann nehme ich euch einfach mit. Ich habe mir das alles, kranke Scheiße, ich sag's euch, ich bin so ein Freak, sortiert nach High-End, Drogerie und alles, was so drumherum ist, weder High-End noch Drogerie, ne? Alphabetisch sortiert. Sobald ich die Sachen finde, packe ich die auch in die Infobox. Vielleicht mache ich sogar noch so einen Top-10-Gedönsen, dass ich dann quasi auch zu jeder Kategorie des Schminkens noch separat ein Video mache, so meine Top-10-Primer, meine Top-10-Foundations und so. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich gebacken bekomme. So, weiter geht die wilde Reise mit dem Video an sich. Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der High-End-Geschichte, weil das nimmt hier am meisten Platz ein. Ich habe auch, glaube ich, am meisten High-End-Primer. Okay, ich starte mit dem ersten Produkt und zwar ist es 111 Skin Rose Gold Radiance Booster. Solche super teuren Produkte von Marken, die kein Mensch kennt, habe ich meistens in irgendwelchen Beauty-Boxen drin gehabt. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, wenn man halt ja, diese Beautyboxen abonniert hat oder durch die Adventskalender und so, da kommt halt schon vielschichtig Sachenkram bei mir an, was ich dann natürlich auch für und mit euch testen kann. Und das finde ich halt, das waren 3, das finde ich immer total großartig und deswegen mache ich das halt auch so gerne. Genau. Ach so, falls du jemand sein solltest, der Konsum nicht so geil findet, sind diese Arten von Videos überhaupt nichts für dich. Guck dir die Länge des Videos an. Hier geht es um Hardcore-Konsum. Wow. Ja, deswegen, wenn dich das triggert, besser nicht weitergucken. Genau. So, auf jeden Fall ist es, ich glaube sogar im Look Fantastic Adventskalender oder so drin. Ich weiß es manchmal einfach nicht, ne? Es ist halt so ein Radiance-Vieh. Primer kann ich nicht swatchen. Das tut mir leid. Also ich werde im Laufe der Sammlungsreihe einiges swatchen können. Bei Primern ist das schwierig. Gestern, als ich hier durchgewuselt habe, habe ich natürlich einige Konsistenzen so auf meinem Körper überall getestet. Als ich mich also nicht mehr daran erinnern konnte und so, ne? Wow, ich rede schon wieder so viel. Ne? Genau. Aber
kann ich jetzt nicht swatchen. Bei anderen, so Foundations oder Bronzer oder Lidschattenpaletten, da werde ich hier mein, alles, was ihr sehen könnt, ne, Arme, vielleicht auch Beine, man weiß es nicht, mitverwenden, um das halt euch einfach auch so farblich zu zeigen. Ne, das habe ich letztes Mal auch gemacht, vor 2 Jahren oder so, als ich die letzte Sammlungsreihe gedreht habe. Auf jeden Fall ist das ein Primer, den ich gerne mag. Ich liebe Radiance, ich mag so einen Kram auf meinem Gesicht, deswegen darf der auf jeden Fall bleiben. Dann habe ich jetzt von Bare Minerals hier einen eigentlich, aber den habe ich in doppelter Ausführung. Die werden beide aussortiert, weil ich hatte den schon mal da. Ich habe den, glaube ich, sogar schon mal aufgebraucht und habe einfach gemerkt, dass der mir persönlich einfach nicht reichhaltig genug ist. Ich habe halt eine trockene, sensible Haut. Was ist das denn? Man weiß es nicht. Hier sind manchmal komische Geräusche. Wir haben Hausgeist. Vielleicht ist es auch Sammy, ne? Manchmal ist es komisch hier. Auf jeden Fall, genau, brauche ich einfach mehr. Das ist von Bare Minerals Primetime Original Foundation Primer. Es sind Dinger hier, 7 und 15 Milliliter, die könnte ich ruckzuck aufbrauchen eigentlich, ne? Die Preise, die ich euch reinschreibe, sind übrigens bezogen auf die Originalgrößen. Da schreibe ich euch auch mal rein, wie viel Milliliter in der Originalgröße wären. Vielleicht bin ich sogar so cool und rechne das pro Milliliter. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ist der mir zu wenig, deswegen wandert das weiter. Alle Produkte, die ihr hier seht, die ich aussortiere, gehen weiter in Trash-Pakete oder sie werden gespendet oder so. Und was ich eigentlich auch ganz geil finden würde, doch, das machen wir doch jetzt auch, oder? Weil bei dieser Sammlungs- und die Klatterei wird super viel ausgemistet oder aussortiert halt, ne? Und ich habe gar nicht so viele Freunde, an die ich das weitergeben könnte. Oder so viele Menschen hier in der Umgebung, wo ich das hinspenden könnte. Ich mache einfach jetzt mal pro Kategorie auch eine Verlosung. Und da versuche ich das dann irgendwie auch so zu handhaben, dass ich der Person, die dann gewonnen hat, ein kurzes Foto schicken kann von Produkten. Und dann kann man sich da so ein bisschen was zusammen aussuchen, ne? Die Person, die gewonnen hat. Und dann packe ich das zusammen in ein Paket zum Verschicken. Da muss man halt nur gucken, passt das in ein Paket? Also wir müssen da, ich glaube, unter 2 oder unter 5 Kilo bleiben. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist Kommunikation. Wir schaffen das. Okay, mache ich jetzt einfach mal. Ganz weit aus dem Fenster gelegt hier. Okay, dann habe ich jetzt Becker. Den behalte ich. Light Shifter Dewy Tint Light Tint Illuminateur in der Farbe Orbit 2. Den könnte man theoretisch auch als Foundation bezeichnen. Ist für mich aber eher ein Primer, weil das halt eine super leichte Deckkraft hat, ne? Genau, also ich würde es eher als Primer bezeichnen. Becker gibt es leider nicht mehr, aber Becker wurde von Smashbox gekauft. Und Smashbox hat viele Produkte wieder neu auf den Markt gebracht. In Kooperation mit Becker kann man bei Douglas kaufen. Aber sowas halt nicht. Also das kann ich euch dann halt auch einfach nicht verlinken. Ne? Ihr werdet sowieso merken, die meisten Primer, die ich behalte, sind entweder super reichhaltig oder sie sind halt glowy, weil ich es liebe. Hier habe ich ein Getränk. Das ist ein total toller kalter Tee. Mag ich nicht so gerne, aber es ist okay. Dann habe ich, das war ein Reim, heute geht es hier hart ab. Habe ich übrigens die Teilnahmebedingungen zur Verlosung gesagt? Es tut mir leid, ich bin ein bisschen paddelig. Es sind 25 Grad hier gerade. Es ist einfach warm, mein Gehirn ist gekocht. Ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal rein, ne? Easy. So, eine kleine Probe, die ich eigentlich auch easy leer machen könnte. Aber ich habe jetzt die neue Version davon auch von Benefit zugeschickt bekommen. Deswegen brauche ich den hier eigentlich nicht, weil er mir zu trocken ist. Ich brauche keinen pore-minimierenden Booster, Primer. Weil ich habe einfach nicht so... Also ich, ne, habe halt den Pore Minimizer Booster von Beauty Mates, den ich gerne verwende. Claudi 30 gibt euch da 30% Rabatt. Das ist richtig geil. Ist ein Affiliate-Rabattcode. Ne? Also verdiene ich auch eine kleine Provision dran. Auf jeden Fall ist es halt etwas, also verwende ich lieber halt so ein Serum oder halt ein Booster, dass meine Haut an und für sich gepflegt wird und braucht dann nichts Silikonartiges oder so, was ich mir dann auf meine Poren drauf gebe, um sie optisch halt verschwinden zu lassen. Und das ist für mich halt bei dem Original Professional der Fall. Hier ist auch nur so ein Pups drin, ne? 3 Milliliter, das war mal irgendwo als Probe mit dabei. Aber ich brauche ihn halt nicht, deswegen wandert der weiter und bleibt dann halt nicht bei mir. Ja, und es ist halt super wichtig, den richtigen Primer halt immer zu verwenden, weil so unscheinbar, wie sowas immer erscheint und, ne, es ist so wichtig. Aber je nachdem, welchen Primer du verwendest, sitzt die Foundation, die du danach verwendest, entweder besser oder schlechter drauf. Und es ist auch immer so eine leichte Hautpflegeeigenschaft mit dabei, ne, deswegen super wichtig. Bobbi Brown, den hatte ich auch mal irgendwo in einem Adventskalender drin. Auch das ist eine kleine Geschichte. Face Base, 7 Milliliter ist es einfach dieses Vitamin-Enriched-Gedönsen. Das ist, glaube ich, auch mal, das war in einem Adventskalender bestimmt drin. Auf jeden Fall
Maxim hatte den auch, glaube ich, mal ganz ursprünglich gezeigt. Ne? Das Ding ist so stark parfümiert, da kippe ich dir vom Stuhl, also ne, im übertragenen Sinne. Ich bin sehr sensibel, was also aktuell, was halt Düfte angeht. Und das ist so intensiv beduftet. Entweder man liebt oder man hasst den Duft. Jetzt gerade, das ist total verrückt, finde ich den Duft ziemlich gut. Ne? Aber gestern, als ich das gerochen habe, habe ich mir gedacht, wow. Keine Ahnung, aber ich finde, dass es einfach sehr intensiv ist und das brauche ich nicht auf meinem Gesicht haben, weil das ist schon ein Duft, der bleibt dir auf dem Gesicht, ne? Genau, der wandert weiter. Dann habe ich von By Terry zwei Stück. Einmal sind High-End-Bereich halt tatsächlich super viel von diesen kleinen Fisselviechern, ne? Brightening CC Serum, auch das, ne? Ja, Base de Teint, es ist halt eine Glowing Base, 7 ml sind hier drin. Auch das ist wirklich wie dieses, da kommen wir gleich auch zu, Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury oder so, ne? Oder wie halt hier von Becca auch dieses Lightshifter Gedönsen. Du hast da einfach eine leichte Tönung mit dabei, aber gleichzeitig halt auch so ein Glow und das finde ich echt schön. Und ja, deswegen mag ich das sehr gerne und verwende ich auch gerne. Das ist die Farbe 1 Immaculate Light White Rose. Ne? Ist ganz süß. Und wenn ich dann halt einfach nur einen Primer haben möchte, der feuchtigkeitsspendend ist, dann kann ich den hier nehmen bei Terry Hyaluronic Hydra Primer in der Farbe Colorless. 15 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist einfach so ein leichter feuchtigkeitsspendender Primer. Ja, ne? Fand ich ganz, ganz nicey-peisy. Jo, jetzt kommen wir nämlich zu Charlotte. Charlotte, da habe ich zwei Stück von diesem Hollywood Flawless Filter. Einmal 30 ml, das ist die Originalgröße in der Farbe 3 und dann in der kleinen Größe, das sind 5,5 ml, ist die Farbe 2 fair. Ne? Und das ist meine Farbe, das ist nicht meine Farbe, kann man glaube ich ziemlich gut sehen. Ganz ursprünglich wurde das auch glaube ich als Foundation sogar verkauft, weiß ich aber gar nicht. Und dann wurde irgendwann gesagt, nö, komm, ist doch ein Primer, weil die Shade Range ist ja total furchtbar. Ich glaube irgendwie so war das. Auf jeden Fall, weil das ja einfach überhaupt nicht meine Farbe ist, wandert das weiter. Ja, wirklich, ne? Voll krass. Und das hier bleibt, dieses kleine Moped. Ja, brauche ich auch nicht viel von, ne? Die Applikation ist halt da wirklich echt doof. Das ist halt wie so ein Concealer-Füßchen, aber es macht halt genau das, was ich gerne beim Primer mag. Weil normalerweise gebe ich mir eine ordentliche Pflege drunter, eine gute Tagespflege und dann kommt der Primer drüber und dann freue ich meinen Keks. Als nächstes habe ich von Clarins SOS Primer, ja, Radiance. Deswegen bleibt er natürlich, ne? Ist klar, auch hier haben wir wieder so ein kleines Ding mit 5 ml. Mag ich, finde ich gut. Ja, schön. Dann habe ich von Clinique etwas, das wird aber aussortiert. Das habe ich mir tatsächlich mal gekauft, aber im Sale halt, ne? Ich brauche das aber nicht. Redness Solutions. Ich habe kein Problem mit Rötungen. Also ich habe keine Rosazea oder sowas. Ich habe halt ja eine trockene Haut. Das heißt, ich brauche irgendwas, was Strahlkraft gibt, was fahle Haut halt irgendwie boom und schön macht. Ich möchte eher was gegen trockene Haut verwenden, gegen Falten ein bisschen was verwenden. Ne? Aber ich brauche nichts gegen Rötungen. Wirklich nicht. Deswegen, ja, das ist eigentlich irgendwie total doof, weil ich habe das ungefähr gar nicht verwendet. Habe ich das überhaupt? Huch, nein. Noch neu. Also da ist noch nie was draus genommen worden. Ist der Wahnsinn. Ist echt der Wahnsinn. Krass. Okay, dann ist etwas hier, behalte ich aber auf jeden Fall, von Dominique Cosmetics Blur & Moisture Serum Primer. Eigentlich brauche ich keinen Blur Primer. Ne? Achso, das andere war übrigens eine Originalgröße mit 30 ml? 40 ml, genau. Ja, und das hier ist jetzt der Blur & Moisture Primer. 30 ml, den könnt ihr bei Purish kaufen. Claudius Welt 15 gibt da manchmal auch auf Dominique Cosmetics Rabatt. Müssen wir mal gucken, ne? Ich weiß nicht, wie das zum aktuellen Zeitpunkt zur Ausstrahlung des Videos ist, weil eigentlich wollte ich diese Reihe vordrehen, dass ich die quasi online stelle, wenn ich so mein Baby bekomme oder wenn ich halt gerade einfach irgendwie, wenn es mir nicht ganz so gut geht. Das heißt, eigentlich seht ihr dieses Strahlegesicht, wo es mir gut geht, wenn es mir eigentlich nicht so gut geht, was total freaky ist. Aber ihr wisst Bescheid. Verrückt. Okay, auf jeden Fall. Ja, Dominique Cosmetics ist eine ganz tolle Marke. Eigentlich bin ich auch kein Fan mehr von Blur Primern, weil brauche ich eigentlich nicht, weil mein Hautbild eigentlich echt gut ist. Aber er gibt halt wirklich gut Feuchtigkeit. Deswegen bleibt er. Meine Stimme sagt, schau, Kakao, ist halt wirklich zu warm hier oben. Ich muss mir noch was überlegen mit Eisfußbad oder Klimaanlage oder so. Dann habe ich hier was von Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. 20 ml, eigentlich ist es eher so eine Creme, die man dann halt als Primer auch verwenden kann. Aber
Ja, ich habe es jetzt hier mit drin, weil ich finde das als Primer echt schön. Gibt einen Dewy Glow. Mag ich gerne leiden, ne? Finde ich schön. Mag ich. Hier ist jetzt echt eine ganze Reihe von Sachen, die ich mag. Schön. MET Cosmetics Diamond Heart and Base Primer Illuminating Soft Focus. Auch das irgendwo in meiner Box gewesen. 35 Milliliter. Ja, finde ich cool. Also der ist sogar 100% vegan, steht hier hinten drauf. Illuminating, ne? Guten Tag, Claudinchen mag dich. Was ich natürlich auch in Zukunft extrem vorhabe. Ich liebe ja von Nabla den Skin Realist, ne? Und wenn mein aktueller Primer leer ist, dann werde ich mich auch durch die ganzen Primer durchtesten, die ich jetzt quasi behalte, um da einfach nochmal zu gucken. Denn das mache ich ja sowieso parallel immer, das wisst ihr ja auch. Und da kommen dann ja auch immer ungefähr monatlich meine aussortiert Videos online. Und genau, da zeige ich euch auch immer, was dann quasi nach wirklicher Anwendung aussortiert wurde. Ja, und hier ist es jetzt einfach mal kurz nach Bauchgefühl. Von Eborian habe ich auch zwei Primer, auch so kleine Dinger wieder, 5 ml. Es ist einmal die Glow Cream, sagt eigentlich alles, ne? Illuminating Face Cream, ist eigentlich auch wieder eine Gesichtscreme, kannst du aber als Primer halt auch verwenden, deswegen, ne? Ist es bei meinen Primer mit dabei. Dann habe ich hier auch noch CC Water, das ist aber leicht getönt in der Farbe Clear. Das könnte man theoretisch auch als CC Cream sehen, ich persönlich habe es eher bei den Primern einsortiert, weil das wirklich eine sehr geringe Deckkraft hat. 5 ml sind hier drin, auch so drin, ne? Gab es halt wirklich irgendwann mal für Ome mit dabei. Und dann freue ich mich immer. Genau. Dann habe ich von Fasali diese ganz klassische Unicorn-Essenz, 10 ml. Ne, wisst ihr Bescheid. Das ist einfach so diese Ursprungsgeschichte. Muss man immer ein bisschen schütteln, ne? Und auch die Pipette immer so durchwuscheln. Und dann sieht man halt dieses pink-rosane... Upsala. Nee. Was ist denn hier passiert? Das ist eingetrocknet und kommt in den Müll. Oh, schade, Schokolade. Oh nein, ich habe das gestern gar nicht mehr geswatcht. Aber ich fand das mal cool. Ich habe mir extra ein Klebi drauf gemacht. Ja, schade, ne? Bleibt dann doch nicht. Das ist so teuer. Dann habe ich hier von Fix & Rouge zwei verschiedene. Einmal ist das Wonderlove Charm. Das ist halt so ein richtig schöner Glow Primer und deswegen darf er auch bleiben. Ich mag auch gerne, wenn Primer so einen leichten Roséton drin haben. Deswegen hatte ich das eigentlich auch ganz witzig gefunden, dass die so hintereinander waren. Weil im Prinzip ist das hier so wie das hier. Nur dass das hier ein bisschen heller ist als das hier. Egal. Naja, ich habe ja das ja noch da. Und hier haben wir drin 30 ml. Genau. Und das mag ich gerne. Das ist nicht eingetrocknet. Mag ich halt auch gerne, weil es Glow mit drin hat, ne? Das ist voll mein Ding. Und das, was ich nicht so gerne mag von Fix & Rouge, ist der Blurring Primer Satin Soft Ultra Prime. Brauche ich nicht, ne? Weil es ist halt einfach ein Blur Primer. Es ist wieder so mattierend. Es ist wieder so, nein, nicht das, was ich brauche. Deswegen wird das auf jeden Fall nicht bei mir bleiben. Das ist ein Produkt, das habe ich schon zweimal aufgebraucht und liebe. Ich bin How Cosmetics, das Pearl Shine Elixier. Das ist so, so geil. Ist eine Full-Size, 30 ml, gibt es auch bei Purish zu kaufen. Ich schreibe euch einfach auch nachher bei den Drogeriesachen. Die findet ihr auch bei Cosmetic for Less super viel und so. Da habt ihr halt auch immer die Möglichkeit, meine Codes anzuwenden. Ne? Also deswegen, ja, das markiere ich euch auch in der Infobox, sofern ich alle Produkte irgendwie verlinkt bekomme. Mal gucken. Auf jeden Fall ist das ja ein richtig tolles Produkt. Kann man theoretisch auch ohne Foundation tragen, ist mir dann aber wirklich zu shiny piny, weil hier hast du nicht nur so rosa Schimmer mit drin, sondern auch richtig so bläulich. Und das finde ich persönlich zwar schön korrigierend unter dem Make-up, aber nicht, wenn die Sonne drauf knallt und ich das so solo tragen würde. Hat eine schöne Hautpflege sogar mit drin, das kann ich halt auch bestätigen. Und ja, ne, auch so eine Pipette. Sehr hochwertig, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Also ich finde es cool, hat einen schönen Duft. Und ja, wie gesagt, auch bei Purish richtig geiles Zeug. Ja, ein Primer, den ich leider aussortieren muss, weil matt, von Honest Beauty Matt Primer. Honest Beauty ist, glaube ich, von Jessica Alba die Marke, oder? Ich glaube schon. Dark Angel hat die damals gespielt. Oh, fand ich die damals toll. Richtig gute Schauspielerin, wunderschön. Aber matte Primer brauche ich nicht, weil ich... Nee, will doch das Gegenteil. Ich will doch glowy sein. Das ist manchmal so dumm, aber das war halt auch irgendwo in der Box mit drin enthalten oder in irgendeinem Adventskalender. Da freut man sich zwar. Und dann habe ich auch gesagt, komm, ich probiere das. Das weiß ich nämlich noch. Da habe ich auch, als ich das rausgenommen habe, erzählt, Mensch, ich versuche es mal, weil eigentlich finde ich Jessica Alba total toll und so. Oder Alba. Und ist aber halt leider wirklich mattierend, ne? Doof. Wow.
Also es ist tatsächlich schon fast genauso viel gegangen, wie bleiben darf, ne? Mhm. Krasses Pferd. Okay, Ila Maska, das finden wir immer mal wieder überall bei Look Fantastic, in Adventskalendern und so. Die beiden bleiben, das sind halt so kleine Pöttchen, die nehmen halt ultra viel Platz weg, muss ich echt mal aufbrauchen, jeweils 7 Milliliter, ne? Und dann so ein Oschi-Vieh, was einfach null in irgendwelche Aufbewahrungsviecher reinpasst. Da habe ich nämlich einmal den Beyond Veil Skin Glowing Gel. Sowas mag ich ja ganz gerne. Da sind übrigens nur 6 Milliliter drin. Und dann habe ich hier 7 Milliliter von dem Hydra Veil Rehydrating Gel. Genau. Das gibt Glanz, das gibt Feuchtigkeit. Jo, das kann ich beide gut gebrauchen. Ne? Am besten sogar in Kombi. Muss ich nur mal aufbrauchen. Diese ganzen kleinen Viecher, ne? Das ist eigentlich manchmal so hohl. Okay, Lancôme. Ja, Prep and Matte. Warum das wohl gehen soll, ne? Oh, ich frage mich echt, warum ich sowas überhaupt behalte. Also für die kommende Adventskalendersaison, überall wo Matte draufsteht, Ciao-Kakao brauche ich nicht. Ne? Gut, bei Puder muss ich mal gucken, aber bei flüssigen Produkten, bei Foundation und bei Primer ist einfach nichts für mich. Ne? Ja. Genau, Refreshing Mattifying Make-up Primer. Nee, also Hydration gibt es nicht. 10 Milliliter sind hier auch nur drin gewesen. So, Laura Mercier, da habe ich 2 Stück. Einmal ist es der Pure Canvas Primer, der ist Hydrating. Habe ich hier mit 10 Millilitern, der bleibt. Ne? Hydralisieren kann ich gebrauchen. Laura Mercier hat ja damals das Puder schlechthin herausgebracht, was viele so hart gefeiert haben. Mittlerweile ist es recht matt, ne? Es war immer schon so matt, aber die Leute, die die Produkte ausprobieren und testen, sind älter geworden und haben einfach eine andere Haut bekommen. Das ist das Thema, Leute. Wenn man als Teenager diese ganzen mattierenden Produkte verwendet und so, ne, dann hypt man das auch richtig schön vor der Kamera, wenn man das so geil findet. Wenn man dann aber so 10 Jährchen älter ist, dann hat die Haut sich auch entsprechend verändert. Man hat hier so unter den Augen einfach Fältchen bekommen und dann denkt man sich, oh je, ich brauche eigentlich etwas, was mir viel mehr Leben ins Gesicht gibt. Deswegen wird das auch leider nicht mehr so gerne verwendet bei vielen. Jetzt wisst ihr warum. Habe ich nämlich bei mir selber auch entdeckt. Ja, ist tragisch. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das behalten möchte oder nicht. Aber ich bin ja noch nicht bei Puder, deswegen muss ich mich noch nicht entscheiden. Auf jeden Fall, der Hydrating Primer bleibt. Ach ja, wenn ich nicht so viel reden wollen würde, würde ich keinen YouTube-Kanal betreiben, ne, ist klar. Laura Mercier hat hier nämlich auch noch einen Blurring Primer herausgebracht. Mit 25 Millilitern habe ich den hier. Der wird weiter wandern, weil ich kein Blurring viel brauche. Ist klar. Habe ich hier überhaupt, habe ich den, der ist noch neu. Der ist noch neu. Dann kommt der mal in eine Verlosung oder so rein. Also ich meine, ne, ich bin doch manchmal ein Vogel. Okay, neues Schätzelein, was hier bei mir eingezogen ist, was ich direkt geil fand. Ist von Nobel sprach der Hobel auch das. Der Angel Aura Primer, den mag ich super gerne, habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Den bekommt ihr sowohl bei Purish als auch bei Cosmetic for Less, je nachdem, wo gerade welcher Code wie viel mehr bringt. Schaut da gerne einfach mal rein, ne? Könnt ihr sparen. Nabla ist einfach eine wundervolle Marke. Dass die jetzt einfach auch so einen coolen Primer rausgebracht haben, der so viel Tolles mit der Haut anstellt, ist ein Träumchen. Was ist denn hier drin? 25 Milliliter oder 30? 30 Milliliter. Wir haben eine Glasverpackung und das ist halt wirklich toll. Und du hast hier auch noch Pflege mit drin. Ich liebe das Teil. Ich finde es echt klasse. Und ja, beglückwünsche Nabla einfach zu deren mega coolen Entwicklungsabteilung, dass sie dieses Produkt entwickelt haben, weil ich finde es 1A. Ich stelle mir das zur Seite, weil ich das eigentlich noch aus einer, da wollte ich noch ein Video mitmachen, Box rausgefischt habe. Dann habe ich letztens erst mit euch zusammen verwendet von Natasha Denona den Face Glow Primer, den mag ich auch gerne, Hydrating, Underbase, bla, 30 Milliliter, ist in so einem Glas-Tiegel, ne, finde ich auch schön, mochte ich gerne leihen. Von Ofra habe ich 2 verschiedene, wovon nur einer bleiben darf. Der hier bleibt auf jeden Fall. Das ist von Ofra der Cool as Cucumber Primer mit 30 Millilitern. Das sieht einfach ziemlich fancy-pancy aus. Also der größte und fetteste Deckel, den man ever gesehen hat, den man jemals gesehen hat. Das ist einfach der Deckel, ne? Finde ich großartig und das ist halt ein schöner, feuchtigkeitsspendender, kühlender Primer. Da habe ich meine Freude mit. Wohingegen das erste PR-Produkt, was ich jemals von Purish zugeschickt bekommen habe, leider gehen muss. Und zwar ist es von Ofra in der Kooperation mit Samantha March. Ist dieser Rodeo Drive Primer auch irgendwie in dieser Box mit drin gewesen. So kam er zu mir. Und auch da sind 30 Milliliter drin. Der läuft jetzt 08/20/22 ab. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich das dann verlost bekomme. Vielleicht wandert er auch erstmal in einem anderen Paket weiter oder so. Ich habe den auch
eigentlich ganz gut verwendet, ne? Aber ja, er ist mir halt zu glowy. Auch das geht, ja. Weil tatsächlich habe ich ja sehr viele Glowy Primer, aber der ist mir zu glowy. Ja. Okay, dann habe ich hier von Paul & Joe ein Schätzelein. Das habe ich mir mal bei Beauty Bay bestellt und den finde ich nicht nur wunderschön, sondern auch wirklich gut. Das ist eine koreanische Marke und das ist einfach Moisturizing Foundation Primer mit 30 Millilitern. Der ist wirklich hübsch, ne? Man sieht es ja auch, hier haben wir so ein Milchglas unten dran. Dann haben wir hier dieses Emblem drauf, was du auf vielen Verpackungen von Paul & Joe findest. Und ich finde ihn gut, der ist echt toll. Und also ich mag auch dieses Retro-Design und so, ne? Ist schon cool. Dann habe ich hier von Rare Beauty, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, den wollte ich noch ein bisschen austesten. Ich glaube, der war mir einen Tick zu trocken, aber der muss noch, wie gesagt, ausgetestet werden. Illuminating Primer, 15 Milliliter, der bleibt erstmal. Hat auch so einen schönen Airless-Container, damit kann ich eigentlich immer ganz gut um. Dann habe ich hier von Rodial Soft Focus Glow Drops Illuminating, die finde ich auch gut. Auch das wieder so ein rosa Touch Glow und das gibt halt Strahlkraft. Gleichzeitig ist der auch nicht zu trocken. Sagt teuer, ne? Also wäre er nicht in der Box gewesen, wäre er niemals auf meinem Tisch gelandet. Aber trotzdem, cool. Dann habe ich von Smashbox zwei Primer. Einmal ist das der Fotofinish Primerizer, Primer und Moisturizer in 1. Ja, ich würde trotzdem vorher noch eine Hautpflege drunter geben. 15 Milliliter, das habe ich mir mal als Mini von Sephora bestellt. Jo, spendet Feuchtigkeit, mag ich gerne leiden, ist ein gutes Produkt. Und das ist ein neues Produkt, das habe ich noch gar nicht ausgetestet, deswegen kann ich da noch nicht zu sagen. Smashbox Photo Finish Illuminate Glow Primer mit Vitamin C. Und da sind 10 Milliliter drin. Das war jetzt so eine kleine Probiergeschichte zum Launch des Produktes oder so, gab es bei Beauty Bay. Habe ich mir bestellt. Illuminate und Vitamin C, das ist echt etwas, wo ich direkt sage, hooray, hier bin ich. Nehme ich gerne. Jetzt kommen wir zu Tarte. Base Tape Hydrating Primer mag ich auch gerne. Auch das ist so ein kleines Vieh, was ich dann halt mir bei Sephora bestellt habe. Ich finde, es macht halt einfach mehr Sinn, wenn ich mir kleine Größen bestelle, sofern es geht. Weil es dauert 100 Jahre, bis ich ein Produkt aufgebraucht bekomme. Ne? Ja, 15 Milliliter sind hier drin und ja, mag ich leiden. Darf bleiben. Dann ja, wird leider etwas aussortiert, was ein sehr teures Produkt ist und was ich auch mal zugeschickt bekommen habe von einer Followerin. Mega lieb. Leider ist er für mich halt zu trocken und zwar von Tatcha. The Silk Canvas Primer habe ich hier mit 7 Gramm drin und es ist einfach auch wieder so ein Primer, der so ein bisschen mattierend ist, ein bisschen Blurring, also so Pore Blurring Gedönsen soll der ja glaube ich auch machen, ne? Aber es ist halt überhaupt nicht, ja Filterfinish genau, es ist halt überhaupt nicht feuchtigkeitsspendend, ne? Und deswegen krümmelt der bei mir halt auch recht arg. Und muss weiter wandern. Von Too Faced lasse ich dieses kleine Ding weiter wandern. Auch als ich gedacht habe, na komm, das ist nur so ein kleines Moped. Hat drin, weiß ich nicht, 5 Milliliter. Ne, den brauchst du doch ruckzuck auf. Ja, nicht, wenn er so ist, wie er ist. Er ist halt Cooling Matt. Ich brauche kein Matt-Vieh. Das sieht bei mir einfach nicht aus. Das funktioniert nicht. Und deswegen muss der weiter wandern. Wohingegen der Plump and Prime von Too Faced, Luxury Face Plumping Primer Serum, bleiben darf. Also ein Riesenvieh habe ich mir mal bei Look Fantastic bestellt. 30 Milliliter, ne? Ist hier Glas unten und der spendet halt auch Feuchtigkeit und ja, mag ich gerne leiden. Ist ein cooles Teil. Darf bleiben. Ist nur sehr stark parfümiert. Ja, jetzt habe ich noch drei Stück und die dürfen alle drei gehen. Und zwar habe ich erstmal von Urban Decay hier was. Ich glaube, den habe ich mal von Lea bekommen. Optical Illusion Complexion Primer Smoothing und Pore Perfecting, ist klar, ne? 15 Milliliter sind hier drin. Zur Hälfte aufgebraucht, aber nicht durch mich. Ich habe den ein, zwei Mal, glaube ich, verwendet, aber es ist für mich halt einfach nichts. Der wandert weiter. Und auch der hier gibt mir zu wenig Feuchtigkeit von Urban Decay. Der Rebound Collagen Infused Complexion Prep Priming Spray mit 30 Millilitern. Ich brauche mehr. Ich brauche einfach mehr. Ich meine, gut, vor allem in Kombination mit der Urban Decay Stay Naked Foundation von damals war das halt echt ein Klopper, ne? Aber, ja, nee, das ist mir zu wenig Feuchtigkeit halt, ne? Und das ist halt ein Spray. Ich brauche halt eigentlich echt so eine dicke Creme. Da kommen wir nachher noch zu. Der hier ist von Unique Touch Glorious. Den habe ich mal zugeschickt bekommen. 30 Milliliter sind hier drin. Mattifying Face Primer. Ja, mattifying. Da sind wir wieder bei dem bösen Wort, ne? Aber leider ist das halt auch so. Ja, der muss weiter wandern. Der bleibt nicht bei mir. So, das hier haben wir jetzt schon aussortiert.
stelle ich mir zur Seite, weil da wird die Kiste weiter ausgebaut. Das hier bleibt. Das wird dann nachher schön einsortiert. So, kommen wir zur nächsten Box. Trinken uns einen Schluck. Und dann gehen wir mal zu dem Dies, Das, Ananas. Also erstmal so Zwischending zwischen Drogerie und High-End. Entweder sind das Marken, die mal in der Drogerie waren und nicht mehr drin sind, so wie Love oder Wet n Wild zum Beispiel. Ist für mich auch keine richtige Drogeriemarke, ne? Oder BH Cosmetics. Oder halt Marken, ja, wie Max & More oder, keine Ahnung, was haben wir, H&M und so ein Kram, ne? Das sind halt Marken, die man halt nicht in der Drogerie findet, die jetzt vielleicht nicht teuer sind und dementsprechend nicht zu High-End gehören, aber halt auch nicht in der Drogerie zu finden sind. Ja. Okay, ich starte mit Bell Hypoallergenic. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt als übrigens in der Drogerie zu finden Rossmann und DM bezeichnen. Müller könnte man ja theoretisch auch mit hinzunehmen, aber dann wäre ja The Balm sogar eine Drogeriemarke, was sie ja eigentlich nicht ist, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, und worauf ich hinaus will. Ja, und ich glaube, Bell Hypoallergenic bekommt man auch tatsächlich nur im Douglas, glaube ich. Auf jeden Fall ist das der Anti-Redness Primer, da waren wir doch heute schon mal, ne? 30 Gramm, theoretisch finde ich den gut, aber ich brauche ihn halt nicht. Also da nehme ich, also ich greife da halt nicht zu, weil ich muss nichts gegen Rötung verwenden. Da verwende ich doch lieber etwas, was mir Glow spendet, was mir Feuchtigkeit spendet, ne? Deswegen brauche ich den halt nicht. Wohingegen ich den hier aber schön finde von Bell Hypoallergenic, und zwar den Beauty Glow Primer. Da sind auch 30 Milliliter drin. Das ist dieser hier und der spendet halt Glow und ist schön. Den mag ich. Ja. Dann habe ich hier BH Cosmetics, wie schon angekündigt, Paradise Prime Hydrating Face Primer, 25 Milliliter. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gut ist oder so, weil das ist ja auch schon eine ganze Weile her, dass der mal irgendwann rausgekommen ist. Und das ist so schade, dass BH Cosmetics halt nicht mehr in den Drogerien sein wird. Also aktuell ist es ja noch eine Drogeriemarke. Ich war heute noch im DM. Also aktuell ist gut. Ich drehe jetzt Ende Juni dieses Video. Ne? Ich weiß ja nicht, wann es online kommt. Wir sehen es ja dann. Auf jeden Fall mochte ich den eigentlich echt gerne, den Primer. Und ich mochte auch BH Cosmetics gerne. Aber ja, die Ära ist halt sehr bald zu Ende. So wie man hört, hat Revolution ja BH Cosmetics gekauft oder will BH Cosmetics kaufen. Ja, aber eigentlich ist das eigentlich ein Drogerie-Primer oder nicht? Ich lasse es jetzt mal unter Nicht-Drogerie-Primer laufen, weil ich glaube, super viele haben keine BH Cosmetics-Theke mehr. Und ich glaube, online gibt es BH Cosmetics auch nicht mehr so viel bei DM zu kaufen, oder? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann habe ich hier etwas. Also für mich ist Kosmetik for Less oder was man bei Kosmetik for Less kaufen kann, fast alles etwas, was Drogerie in Verbindung mit Drogerie gebracht werden kann. Revolution, Essence, Catrice und so, ne? Aber manche Marken sind halt einfach nicht deutsche Drogerie, sondern polnische zum Beispiel, wie Eveline Cosmetics. Dieser Make-up Primer ist toll, den mag ich gerne leiden, den habe ich auch damals mit euch mal zusammen ausprobiert. Ja, der HD Primer, 3-in-1 Smoothing Make-up Primer, aber der ist ja nicht nur Smoothing, der ist halt auch feuchtigkeitsspendend, deswegen mag ich den sehr gerne. Ja. Auch mit euch zusammen ausprobiert habe ich die Marke Glam Shop. Da ist einiges bei mir nicht so gut gewesen. Aber das hier mochte ich. Das ist der Primer Illuminating Base Cream mit 30 Millilitern. Auch so ein Airless-Container mag ich gerne, wenn es halt so nach oben gepumpt wird, ne? Und man dann hier unten im Prinzip kein Produkt mehr irgendwann drin hat. Der war schön. Und Illuminating schreit halt einfach ganz laut meinen Namen. Deswegen darf das gerne bleiben. Dieses Produkt muss ich leider entsorgen. Good Molecule Silicone Free Priming Moisturizer. 50 Milliliter waren hier mal drin. Ich habe den auch nicht wenig aufgebraucht. Wo bin ich denn da? Da ungefähr, ne? Ja. Also da fehlt noch ein gutes Stück. Auf jeden Fall ist das sehr lange her, dass ich den das letzte Mal verwendet habe. Und als ich ihn gestern geswatcht habe, in Anführungsstrichen, habe ich gemerkt, dass er mir leider gekippt ist. Schade Schokolade. Good Molecules ist auch wieder eine Marke, die recht günstig ist. Die bekommt ihr bei Beautylish, glaube ich, zu kaufen. Aber ja, halt nicht in deutschen Drogerien. Und jetzt im Müll. Dann habe ich hier einen von H&M Radiant Face Primer. Ich habe zu vielen Produkten, die hier stehen, Videos gedreht. Ne? Hier müsste das im Fullface H&M drin gewesen sein. Luminous Glow, 25 Milliliter. Ich finde H&M ist, also die Schminke von H&M ist teilweise echt sackteuer und irgendwie total merkwürdig kalkuliert, meiner Meinung nach. Aber gut, ja, manche Sachen sind so teuer, manche sind überhaupt nicht teuer, aber gut.
Ja. Ist auf jeden Fall illuminating und das mag ich. Oder luminous glow. Das hier ist auch zwar illuminating, aber zu sehr. Ich sehe damit eher aus wie der Zinnmann. Von Jekka Black Glow Drops Highlighting Primer for Face. 20 ml. Wie gesagt, ist mir zu intensiv. Wandert weiter. Bleibt nicht bei mir. Da rein. Zack. Dann habe ich hier zwei Schätzeleins von Love, die safe beide bleiben. Das hier war tatsächlich, den habe ich auch schon mal leer gemacht, einer meiner ersten Primer, die ich, also jetzt, ne, nicht der hier, ne, sondern den habe ich ja dann zwischenzeitlich leer gemacht, den hier habe ich jetzt irgendwie letztens mal irgendwo mit drin gehabt, weiß ich gar nicht, ich glaube im Adventskalender oder so. Auf jeden Fall ist es der Perfectitude Hyaluronic Serum Primer, finde ich so geil, 30 ml, der gibt einen schönen Glow, wenn diese Kügelchen, die hier drin sind, platzen, dann hast du so richtig schönen Glow im Gesicht, musst nur aufpassen, manchmal hat man auch so ein aufgeplatztes Kügelchen, mit der Hülle halt irgendwie, dass es rauskommt. Ne? Da muss man das nochmal irgendwie in der Hand so ein bisschen oder auf dem Gesicht so ein bisschen verteilen. Sonst hast du da einfach so einen Klumpen. Ich finde den aber schön. Perfectitude Aura Glow Primer. So ein geiles Teil. 30 ml. Richtig, richtig schön. Ja. Ich brauche darunter auf jeden Fall noch einen derben Pflegegedönsen. Ne? Also ich muss darunter auf jeden Fall eine reichhaltige Pflege aufgeben. Ansonsten ist mir das zu wenig. Aber der ist schön. Ich weiß gar nicht, mit was ist das nochmal damals immer verglichen worden? Auch irgendein, war das nicht der Hollywood? Nee. Also How Cosmetics auf jeden Fall kannst du damit ungefähr vergleichen, ne? Aber ansonsten, schreibt mir das mal gerne, falls ihr das noch wisst. Aber das ist doch damals als so ein Mega-Dupe gehandhabt worden von irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr von was. Keine Ahnung. Ihr wisst das bestimmt noch. Dann habe ich hier von M. Asam Perfect Tint Optimizer Skin Instantly 10 ml. Kannst du als Make-up-Grundlage verwenden. Aber auch das ist wieder so ein, ja, wie soll ich das sagen, Pore Minimizing Fee und so ein Mattifying Ding. Also für mich nicht geeignet, deswegen wandert das weiter. Ne? Also das ist ja diese Perfecteur-Reihe generell, dass du halt so ein bisschen dieses ausgleichende Gedönsen hast. Ne? Bei mir krümmelt das halt, weil das einfach nicht genug ist. Dann bleibt natürlich auch der günstigste Primer, der in meiner Sammlung ist, denn der ist echt gut. Das ist von Max & Moore Face Primer Illuminating 27 ml. Den könnt ihr bei Action kaufen. Ne? Ganz günstige Geschichte und ganz tolle Geschichte habe ich euch in meinem ungeschönt Video mit Sarah Isabel auch gezeigt. In dem Mai-Video, wo ich auf der einen Gesichtshälfte die günstigsten Produkte aus meiner Sammlung draufgepackt habe und auf die andere Gesichtshälfte die teuersten aus meiner Sammlung. Ich fand den echt gut. Also mega. Ja, der hier darf weiter wandern, weil ich finde den einfach total unattraktiv. Ja. MUA Makeup Academy Pro Base Moisturizing Primer. Ich weiß nicht warum. Ich finde den einfach unsexy. 30 ml sind hier drin. Kann man bei Beauty Bay kaufen. Ist auch eine relativ günstige Marke. Aber irgendwie flasht der mich einfach nicht. Wenn ich den so in meiner Schublade stehen sehe, denke ich mir, ja, pff, ne? Hast du Vitamin A mit drin, Vitamin E hast du hier mit drin, Teebaumöl. Vitamin A ist ja eigentlich sogar Retinol, oder? Finde ich ja auch interessant. Und Vitamin E ist ja schöner als Vitamin. Und Tea Tree, also Teebaumöl, ist ja gegen Unreinheiten. Also eigentlich eine ganz geile Geschichte. Aber irgendwie flasht er mich nicht. Dann habe ich hier, der war auch irgendwo mal, irgendwo in der Box drin. Note, Skin Perfecting Primer, Pore Minimizer. Mhm, weißt du Bescheid, Shine Control. Ciao Kakao, der darf natürlich gehen, weil das brauche ich nicht. Ja, das sind halt die Eigenschaften, die ich bei einem Primer nicht gebrauchen kann. 35 ml wären hier drin, aber halt nichts, was ich brauche. Dann habe ich hier von Peach C etwas, das ist eine koreanische Marke. Peach Glow Makeup Base, 35 ml, das müsstet ihr bei YesStyle bekommen. Das ist ein Produkt, was leider abgelaufen ist und dementsprechend wird es bei mir aussortiert. Eigentlich finde ich das total cool und mochte den auch gerne leiden, aber er ist halt abgelaufen. Und zwar im Mai 2022, 2. Mai. Da steht hier manchmal wirklich ein Expiry Date drauf. Darauf solltet ihr achten. Bei manch anderen Produkten ja, steht dann hier immer so ein Tiegelchen mit einer Monatsanzahl. Da muss ich aber ehrlich gesagt gestehen, dass ich bei sowas halt immer eher nach Geruch, Konsistenz und so gehe. Ne? Ob sich das verändert hat und wenn sich das verändert hat, dann ist es halt nicht mehr gut. In dem Fall ist es halt ganz offensichtlich, steht hier drauf, abgelaufen. Deswegen will ich da auch nicht allzu verrückt sein. Deswegen kommt er im Müll. So,
Dann habe ich hier ein Produkt von SheGlam. Das ist die dekorative Kosmetikmarke von Shein. Und den habe ich auch letztens erst mit euch zusammen ausprobiert. Das ist der Birthday Skin Primer. Ich habe ihn in dem Fullface ausprobiert und fand ihn eigentlich ganz gut. Habe den dann im Nachhinein auch noch weiterhin mit Foundations ausprobiert und muss halt leider sagen, dass er mir zu trocken ist. Also, ne, auch da brauche ich tatsächlich mehr. Ich gucke da in dieses spiegelnde Vieh rein und sage, mehr. Mehr Feuchtigkeit, mehr Moisturizing. Das ist leider zu wenig. Hier sind 30 Gramm drin oder waren drin. Denn ich habe ihn ja schon ein bisschen verwendet. Das sieht auf den ersten Blick relativ matt aus. Also wie zum Beispiel Elf, dieser Putty Primer oder sowas. Ne? Ist es jetzt nicht. Also der ist schon reichhaltiger, als man denkt. Aber für mich halt immer noch nicht reichhaltig genug. Deswegen geht er jetzt auch weiter. So, dann habe ich hier noch einen von This Works. This Works kennt man eigentlich, das Deep Sleep Pillow Spray. Das habe ich jetzt heute auch tatsächlich wieder bei uns in Anwendung genommen. In Transit Camera Close-Up Mask Moisturizer and Primer in One. Herzlichen Glückwunsch. Wird aussortiert. Ist mir nämlich zu wenig. Ne? Also klar könnte ich den jetzt als Maske aufbrauchen. 20 Milliliter, ne? Das finde ich dann halt auch irgendwie blöd. Nee, ich gebe den lieber weiter. Vielleicht freut sich da jemand tierisch drüber und dann ist es irgendwie cooler, wenn man den halt so weitergeben kann. Den finde ich aber klasse von Wet n Wild. Es ist der Prime Focus Primer Serum. Hydrating 30 ml und hey, es ist sogar Illuminating, weil du hast hier so Schimmer mit drin. Ich feiere das. Ja. Also für mich ein ganz, ganz toller Primer. Ihr seht echt, wo mein Beuteschema liegt. Ne? Lässt sich ganz schwer verstecken hier bei mir. Ja, und jetzt kommen wir schon zur Drogerie. Da geht einiges, Leute. Also ich habe mich gestern schon hingesetzt und habe überlegt, Mensch, welche Produkte will ich aussortieren, welche Produkte sollen bei mir bleiben. Und jetzt ist es halt im zweiten Durchgang wieder so, dass ich mir nochmal überlege, welches Produkt bleibt jetzt hier und welches geht weiter. Das heißt, teilweise Produkte, wo ich mir gestern überlegt habe, komm, den gibst du nochmal eine Chance. Da habe ich heute jetzt gerade beim Film entschieden, ciao, Kakao. Man muss auch mal hart durchgreifen hier. Ich starte hier mit Alverde, das ist der Hydro Primer. 30 ml. Eigentlich hat er das Fullface Alverde überlebt und eigentlich fand ich den okay. Aber ich fand ihn halt nur okay. Seitdem habe ich nicht wieder dazu gegriffen und ich finde den auch nicht so geil. Also nee, deswegen, der wird jetzt aussortiert, ne? Catrice. Ich hatte 6 Primer hier und habe tatsächlich gesagt, dass ich nur 2 davon behalten möchte. Weil wer braucht 6 Primer von einer Marke? Ja gut, wer braucht 100 Primer insgesamt, ist klar. Aber man muss halt auch mal irgendwo Abstriche machen. Der natürlich bei mir bleibt, ist einer meiner absoluten Favoriten. Also wenn nicht sogar der favorisierte Primer von mir, und zwar der Tensational von Catrice. Den habe ich schon 2-mal, glaube ich, leer gemacht. Ich finde den so geil, weil der einfach toll ist. Ich bin ein bisschen zu hell für diesen Primer, weil der auch so eine leichte Tönung mit drin hat. Aber wenn ich wirklich danach Foundation drüber mache, ist alles tutti. Oder wenn ich den halt wirklich im Sommer verwende oder im Spätsommer, wo meine Haut auch schon gepointer ist, dann habe ich da auch keine Last mit. Ich liebe ihn, der gibt Glow, der gibt Feuchtigkeit, der gibt Liebe, der ist toll, wirklich. Ich finde den wirklich, wirklich klasse. Und dann habe ich hier noch den Clean ID Primer von Catrice. Und zwar ist das der Vitamin C Fresh Glow Primer. Ne? Und deswegen, ja, darf der halt auch bleiben. Für mich gestern, für euch wahrscheinlich vor Monaten, hat der liebe Maxim Giacomo in seinem Video erwähnt, dass man die Produkte von Catrice Clean ID am besten wirklich derbe schütteln sollte, bevor man sie verwendet. Also die, jetzt nicht die Puderprodukte, aber die Foundation, den Primer und Concealer und so, ne? Weil halt keine Konservierungsstoffe drin sind und das sich dann halt trennen könnte. Also entweder schütteln oder wie in dem Fall jetzt hier so ein bisschen durchkneten, ne? Weil es kann sein, dass es sich so ein bisschen getrennt hat. Ich mag diesen Primer einfach gerne. 30 ml sind drin. Echt feines Produkt. Ja, die drei, vier, die gehen dürfen, ist einmal der Clean ID Anti-Retin Serum Primer, den ich eigentlich gut finde, aber ich habe keine Rötung, ne? Also macht das Sinn. Ich muss auch mal hier durchgreifen. Der One-Step Skin Perfecta ist einfach irgendwie nicht so meins. Der sollte ja auch irgendwie so ein bisschen den Tensational ablösen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Tensational überhaupt noch irgendwie in der Drogerie ist. Ich hoffe, dass der nicht ausgelistet wurde und hierdurch ersetzt wurde, weil das Ding finde ich gar nicht mal so geil. Ja,
Das wird jetzt auf jeden Fall weiter wandern, weil ich es halt einfach safe gar nicht benutze. Hier habe ich mich einfach bei den beiden Clean-ID-Viechern entscheiden wollen. Ich habe mich selber dazu gezwungen, dass ich nur einen davon behalte und deswegen ist der hier dann jetzt einfach aussortiert worden. Instabright Serum Primer und ja, der war nämlich so richtig schön für sensible Haut und so geeignet, aber da finde ich den mit Vitamin C halt nochmal ein Stückchen besser, muss ich gestehen. Wobei man hier halt wirklich drauf achten muss, dass wenn du Vitamin C auf die Haut gibst, ne, dass du halt vorher einen schönen Lichtschutzfaktor verwendet hast, gerade im Hochsommer, so wie das jetzt gerade bei mir der Fall ist. Trotzdem, schönes Produkt, ne? Wird jetzt aber trotzdem aussortiert, weil es ist genug. So, und der vierte im Bunde, der aussortiert wird, ist von Catrice, der Hydro Primer Love Skin and Respect Earth. Da finde ich halt einfach die anderen beiden, die ich jetzt behalten habe, besser. Auch hier eine Full Size mit 30 Millilitern. Da wird sich bestimmt jemand drüber freuen. So, von Elf habe ich zwei Primer, die ich beide behalte. Einmal der Puff Puff Primer. Liebe diesen Namen. Allein deswegen muss er für immer bleiben. 30 Milliliter. Es ist halt auch ein sehr nährendes Moped und deswegen finde ich den halt einfach auch gut, ne? So, also sehr nährend, sehr feuchtigkeitsspendend, voll mein Ding, gerade im Winter ist der klasse. Und der ist halt eher sowas für einen Sommer Mint Melt Cooling Face Primer. Ich glaube, das war mal eine LE oder so. 30 Milliliter sind hier drin, ne? Ja, also einmal für Sommer, einmal für Winter, ist doch super. Hat man für jede Jahreszeit einen Primer. Ja, auch bei Essence musste ich hart durchgreifen. Da hatte ich 5 und habe tatsächlich mich dazu entschieden, 3 zu behalten. Jetzt zeige ich euch mal, welche ich aussortiert habe. Und zwar es ist einmal der Hydrating and Skin Refreshing Primer mit Kokosnusswasser, 30 Milliliter sind hier drin. Den habe ich aussortiert, weil ich einfach einen habe, den ich besser fand. Ne? Deswegen ist der hier jetzt einfach gegangen. Wer braucht 5 Primer von einer Marke? Ja, egal. Rhetorische Fragen. Beantwortet sie am besten nicht unbedingt in den Kommentaren. Ich weiß, ich weiß. Aber es ist halt so, dass ich dann ja auch gerne so Marken gegeneinander antreten lasse und so weiter. Ne? Und ich brauche nicht von jeder Marke jeden Primer. Das ist halt auch irgendwie klar, ne? Aber manchmal kommt das nicht in meinen Kopf rein. Hello Good Stuff, die Cesar Face Cream ist halt weniger ein Primer und mehr halt eine Gesichtscreme. Deswegen ja, habe ich mich einfach dagegen entschieden, den zu behalten. Centella Asiatica ist eine schöne Geschichte, habe ich aber eigentlich lieber so in meinem Serum oder in meiner generellen Gesichtscreme drin. Auch hier safe könnte ich das dann umfunktionieren und das dann quasi als Gesichtscreme verwenden und nicht mehr als Primer, ne, ist klar. Aber ich habe auch genug Gesichtscremes und so, die ich so sehr gut für meine Haut nehme und verwende und mag. Dann habe ich natürlich den Poreless and Skin Blurring Putty Primer aussortiert. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir den überhaupt mal gekauft habe. Manche Dinge sind halt auch einfach irgendwie dumm und deswegen muss der gehen. So ein Dummheitsding. Die beiden, die aber bleiben durften, ist einmal von Essence der Skin Love and Sensitive Primer Moisturizing and Nourishing. Ne? Deswegen, also den finde ich halt einfach sehr, sehr angenehm. Der ist halt für meine sensible Haut gut geeignet. Ich habe hier eine nährende Geschichte, der mir Feuchtigkeit spendet und so. Und ja, 30 Milliliter haben wir hier drin, den mag ich gerne. Genauso wie ich den hier gerne mag, der ist sehr geil, sehr reichhaltig. Also wenn ich eine super trockene Foundation verwenden wollen würde. Zum Beispiel die Catrice HD Coverage Gedönsen-Geschichte. Ne? Die ist relativ trocken. Die in Kombination mit diesem Primer ein Träumchen, weil der ist so richtig speckig. So richtig nährend. Und das ist, mag ich halt gerne. Okay. Ja, Protecting and Skin Perfecting Primer. Da hast du natürlich auch noch einen Lichtschutzfaktor von 20 drin. Braucht man schon, aber du wirst niemals so viel Primer auf dein Gesicht knallen, dass du Lichtschutzfaktor 20 damit erreichst. Ne? Lieber eine Gesichtssonnenschutzcreme verwenden und den nochmal on top. Ja, auf jeden Fall finde ich den super. Das ist auch, ja, ich glaube, der reichhaltigste Primer aus meinem kompletten Sortiment, den ich so habe. Aber den finde ich super. Die möchte ich einfach behalten, die war im Adventskalender drin und ich finde es einfach, die kannst du eigentlich theoretisch auch so kaufen, ne? Also als komplette Größe von Isana, Day Cream and Primer Glow and Shine. Ich finde das einfach witzig, 20 Milliliter sind hier drin und ja, ist eigentlich eher eine Tagescreme, aber wie gesagt, die kannst du auch als Primer verwenden. Die sollte ich jetzt auch bald mal verwenden, weil die nur bis November haltbar ist. Ich muss öfters deklattern. Dann habe ich hier von Judith Williams den Perfecting Primer, hautverfeinernd, Matt Effekt, weißt du Bescheid, 30 Milliliter.
Der wird aussortiert, weil ich brauche nichts Mattes. Den finde ich super von L'Oreal Infallible Magic Essence Drops. Der ist einfach blau, lieb's. Aber auf dem Gesicht ist das natürlich nicht mehr blau. Mag ich gerne leiden. Ist ein schöner, leichter Primer, der auch einen schönen Glow gibt. Ne? Das finde ich echt klasse. Von Manhattan habe ich letztens erst in einem Full Face mit euch zusammen ausprobiert. Der Radiance Primer All Day Radiant Looking Skin mit 30 ml. Den mag ich auch gerne. Ich merke gerade, dass ich Maybelline den Primer hier nicht mit drin habe, weil der noch in meiner Full Face Maybelline Kiste drin ist. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das ist, glaube ich, die lilafarbene Illuminating Variante. Ich glaube, den hatte ich mal in klein und fand ihn gut, aber ich kann es euch so nicht mehr sagen. Ne? Seht ihr dann im Full Face wahrscheinlich auch. In meinem Gesicht, ne? Genau. Aber Manhattan bleibt auf jeden Fall. Von NYX hatte ich auch sehr, sehr viele Primer und habe dann die Hälfte aussortiert. Drei sind hier geblieben. Zum einen habe ich hier den Bright Maker mit 20 ml. Den mag ich eigentlich ganz gerne, weil er halt so Strahlen bringt, ne? Wie der Name schon sagt. Den finde ich gut. Sowas bekommt ihr nicht nur online bei DM, sondern auch bei Beauty Bay. Genau, da sind manchmal halt auch die Sachen ein bisschen günstiger oder so. Das ist ganz interessant. Also schaut da auf gerne mal jeden Fall vorbei. Weißt du Bescheid. Schön, wenn so ein Gehirn einfach mal weich gekocht wird. Das ist eigentlich kein Primer. Aber ich verwende ihn immer in Kombination mit einem Primer. Zum Beispiel den hier von NYX mit dem Marshmallow Primer. Und zwar ist es Born to Glow Liquid Illuminator. 13 ml gibt es ja in verschiedenen Farben. Ich habe hier die Farbe Sunbeam. Ist, glaube ich, jedes Jahr, seit es die gibt, in den Adventskalendern drin. Ja, wie gesagt, das verwende ich halt dann in einem anderen Primer mit reingemischt, weil ich das einfach als Liquid Highlighter zu schwach finde, tatsächlich. Aber als Primer fürs komplette Gesicht für mich sehr, sehr schön. Zumal das halt auch diesen leicht rosa Unterton mit dabei hat. Ich finde den klasse. Klar, könnte man auch einfach direkt den Bright Maker verwenden. Aber nein, manchmal bin ich auch kompliziert. Dann nehme ich nämlich diesen The Marshmallow Primer. Mit 30 ml übrigens, ne? Und mische das da rein. Marshmallow ist übrigens jetzt nicht falsch zu verstehen, weil der echt feuchtigkeitsspendend ist. Also ich war sehr verwundert, als ich den damals verwendet habe, dass er doch so hydratisierend ist. Und ja, finde den geil. Also den mag ich gerne. Und das ist rosa. Ich habe so wenig rosa Produkte. Ist voll krass. Ich glaube, da kommt gerade Sammy hoch oder so. Man weiß es nicht. Nee, es ist mein Freund. Komischer Sammy. Da sind sie gerade beide hochgekommen. Sammy und mein Freund. So nämlich. Okay, wir waren bei NYX stehen geblieben. Und ja, vier Stück habe ich halt aussortiert. Das ist einmal hier der Hydro Touch Primer. Den ja, habe ich aussortiert, weil ich ja den Marshmallow habe. Und den Marshmallow finde ich halt richtig, richtig gut und richtig, richtig feuchtigkeitsspendend. Und dann brauchst halt nicht nochmal ein. Bei dem Plump It Right oder Plump Right Back Primer, der ist ja relativ neu, der funktioniert nicht mit jeder Foundation und dann nervt mich das schon wieder. Ne? Der ist zwar cool, der ist gelb, der ist irgendwie aufregend. Das ist ein Airless Container, den ich eigentlich feiere, aber ja, greife ich eher zu anderen, muss ich gestehen. NYX Honey Dew Me Up, das ist eigentlich total aufregend, weil das ist Glas. Das ist für NYX relativ anders, ne? Und eigentlich fand ich den auch schön, weil du hier so Goldschimmerpigmente mit drin hast und so, aber ich finde diesen Applikator furchtbar. Es ist halt so ein Spatel, der da so reingeht. Seht ihr das? Und deswegen, jedes Mal, wenn ich ihn so in der Hand hatte und den verwenden wollte, habe ich mir gedacht, nö. Einfach nö. Voll blöd, ne? Deswegen, aber ja. Wandert weiter. Und den hier finde ich zu trocken tatsächlich. Bear With Me, den Hydrating Jelly Primer. Da finde ich tatsächlich den Marshmallow Primer um Welten besser. Also der hier ist mir nicht feuchtigkeitsspendend genug. Und ich finde die Verpackung hochgradig unpraktisch. Ja, 40 Gramm sind hier drin. Da hätten sie besser 30 machen können und dann halt irgendwie in eine normale Tube irgendwie rein oder so. Dann kommen wir zu der Relove Revolution Geschichte, also erstmal zu Relove, da habe ich den H2O Hydrate Primer, den behalte ich, den finde ich auch ganz schön, der ist auch super, super günstig, Cosmetic for Less führt den, das ist hier unten Glas und ich mag den eigentlich echt gerne, ich kann nur gerade nicht lesen, wie viel Milliliter hier drin sind. 12 Milliliter, das ist echt nicht viel, ne? Also ich habe teilweise Proben, die 12 Milliliter drin hatten, ja, dann ist es vielleicht gar nicht mal so
günstig, wenn man das auf 12 Milliliter rechnet. Also quasi, wenn ich den hochrechnen würde auf 30 Milliliter. Ja gut, aber trotzdem, der bleibt. Ja, Revolution habe ich einen einzigen aussortiert und den fand ich eigentlich gut, aber ich musste mich entscheiden. Eigentlich mag ich den gerne. Huch, Entschuldigung, guten Tag, sind alle wach. Glass Liquid Skin Illuminating Skin Primer. Der ist echt schön eigentlich, aber ich habe einen anderen behalten, der halt auch Brightening ist, also Illuminating von Revolution und den man nachkaufen kann. So. Und das ist bei mir halt auch immer so eine Sache, ich möchte halt euch gerne auch Produkte zeigen, die ihr dann theoretisch, wenn ihr die cool findet oder wenn die euch gefallen, wenn ich euch die vorstelle, ne, dass ihr die nachkaufen könntet und ich nicht euch nur Produkte zeige, die es halt nicht mehr gibt. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich kann den natürlich privat aufbrauchen, aber ja, es wird jetzt halt nicht in meinen YouTube-Videos mehr vorkommen, deswegen muss der leider weiterziehen und jo, der ist eigentlich echt schön. Aber ich mache euch da nicht eine allzu lange Nase, dann könnt ihr nämlich den hier euch einfach mal holen. Prime Bright Brightening Primer mit Vitamin C und Orangenblüte. Hier sind 27 Milliliter drin, auch das hier ist so ein, ja, Glas, was... Wie nennt sich das, wenn da so eine matte Schicht drüber gemacht wird? Sandgestrahlt oder so? Ich weiß es nicht. Gibt es, glaube ich, im Fahrzeugbau auch so ganz aufregende Namen für. Ne? Auf jeden Fall, den bekommt ihr auch noch und der ist auch sehr, sehr schön. Macht wirklich einen schönen, strahlenden Teint und ist eine schöne Make-up-Grundlage. Den finde ich klasse. Genauso wie den hier, den finde ich auch schön feuchtigkeitsspendend. Weightless Primer, Candy Haze. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Limited Edition. Aber guck mal, wie wunderschön der aussieht. Ja, ne? Der ist hübsch. Mag ich gerne. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Ich finde den eigentlich, ja, vor allem hübsch. Das ist so die Hauptsache davon, ne? Ja, aber er ist auch wirklich gut als Primer. Ja, von Riva Loves Me habe ich mehrere. Da muss ich mich jetzt aber auch mal so langsam entscheiden. Also den, den ich auf jeden Fall behalten werde, ist der Dewy and Fresh Primer mit Hyaluron und Aloe Vera. Hier sind 30 Milliliter drin und den mag ich gerne leiden, weil der auch wirklich so ein frisches Gefühl, also feuchtigkeitsspendend auf die Haut gibt. Reden und gleichzeitig halt auch nochmal so einen leichten Glow halt gibt. Ne? Deswegen mag ich den gerne leiden. Den hier, den behalte ich einfach, weil ich den noch aufbrauchen werde. Ich habe jetzt aktuell in Anwendung, nämlich den aus der vorigen Limited Edition. Den habt ihr dann wahrscheinlich schon safe im Aufgebraucht-Video gesehen. Und zwar den So Cozy Primer von Riva Loves Me. Ne? Da sind noch ein, zwei Anwendungen drin. Trage ich auch heute auf dem Gesicht unter meiner Nabla Skin Realist Foundation. Ich finde diesen Primer total klasse. Und genau den hat Maxim in der Holy Grails Limited Edition, diesen Whipped Cream Primer, nochmal rausgebracht mit 30 Millilitern. Den werde ich auch auf jeden Fall aufbrauchen. Das ist eine sehr schöne, reichhaltige Geschichte. Und mag ich einfach super gerne leiden. Ist sehr vergleichbar mit der Charlotte Tilbury Magic Cream, heißt die, glaube ich. Ne? Sehr, sehr, sehr geil. Auch wenn es eine LE ist, trotzdem behalte ich den und werde den auch aufbrauchen. Ja, den werde ich aussortieren. Das war jetzt so ein Vielleicht-Produkt. Ne? Riva Loves Me Blur Primer Drops. Ich finde den eigentlich so geil. So geil, weil der ein so schönes Ergebnis macht. Aber ich glaube, den kann man auch gar nicht mehr kaufen. 29 Milliliter sind hier drin. Da kann ich besser einen anderen Primer verwenden, den ich habe. Ne? Aber den gibt es gar nicht mehr. Das ist auch Glas hier. Und eigentlich voll geil. Ich finde den eigentlich voll schön. Ich behalte den. Ich behalte den. So, der wird jetzt behalten. Ich mag eigentlich keine Blur Primer. Habe ich ja eben euch auch erklärt mit den porenverfeinernden Gedönsen und so, ne? Ich behalte den jetzt trotzdem. So, und wenn der sonst beim nächsten aussortieren, ich weiß es nicht, den ich aber auf jeden Fall aussortieren werde, ist der Aqua Primer Boho Vibes von Riva Loves Me. Habe ich mir gekauft, habe ich, glaube ich, einmal oder keinmal verwendet. Habe ich nicht wieder zugegriffen. Ich dachte, Mensch, das ist doch ein super Produkt. Ne? Letztes Jahr war das in der LE drin gewesen, so im Sommer oder so. Aber ich weiß nicht, ich habe da andere Primer, die ich einfach lieber dann verwenden werde. Der geht weiter. Dann bin ich jetzt bei Rival de Loop angelangt. Da habe ich auch zwei Primer, wovon der hier bleiben wird. Der ist auch im Standardsortiment mit drin, der Hyaluron Primer. Der hat 20 Milliliter drin und erinnert auch so ein bisschen an den Love Primer. Aber der ist halt eher so neutral von der Farbe her, wohingegen der von Love, also der hier Hyaluronic Serum Primer, ist ja eher rosa, ne? Aber von der Idee her ist es das Gleiche. Wir haben halt irgendein Serumvieh und dann haben wir da drin halt Perlen. Jo. Wobei man hier sagen muss, hier sind deutlich mehr Perlen in dem Love-Vieh drin. Wobei das Rival de Loop Primer Gedönsen
deutlich günstiger ist. Ja, dann wird aussortiert von Rival de Loop das Meets Q10, das ist ja so eine LE gewesen, Perfection Elixier, 30 ml, auch hier so ein Glascontainer quasi. Ich glaube, das ist so ziemlich vergleichbar mit dem hier, nicht nur von der Verpackung, sondern auch vom Inhalt her. Ne? Das wird auf jeden Fall weiter wandern. Und der letzte Primer aus der Drogerie und auch generell der letzte Primer, den ich euch hier aus meiner Sammlung zeigen werde, ist von Trend It Up der Hydrovitamin Primer mit Hyaluron, Vitamin E, F und B5. Den finde ich wirklich gut, habe ich letztens mit euch auch im Fullface Trend It Up verwendet und da sind 50 ml drin. Ich glaube, das ist der am meisten befüllte Primer von meinem kompletten Primer. Krass. Ja, mag ich gerne leiden, ist ein guter Primer. Der ist schön auf der Haut und gibt halt wirklich Leben, ne? Ich mag den gerne. Sage Lütken. Also ich habe wirklich eine komplette Kiste hier jetzt aussortiert, ne? Zack. Das ist richtig krass. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich meine Sammlung fast halbieren. Wahnsinn. Ich fühle mich aber befreit. Das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte. Denkt auf jeden Fall dran. In jedem dieser Sammlungsvideos mache ich dann halt so eine Verlosung, wo man dann durch diese... Ja, wie soll ich sie denn nennen? Also meine Grabbelkiste ist es ja eigentlich, wo ich meine Produkte reinpacke, die ich ja benutzt habe und die ich dann aussortiere, die natürlich andere Produkte enthalten wird als das, was ihr dann jetzt so aktuell seht, weil das variiert halt ständig. Es ist immer so im Umlauf bei mir, ne? Also quasi im Durchlauf, dass dann quasi die Sachen sich super schnell darin wechseln. Aber ja, da wird dann der oder die Gewinnerin ein Foto von mir bekommen und kann sich da ein paar Produkte aussuchen und das Ganze muss dann natürlich in eine Box passen. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Wow, schreibt mir gerne mal, wie ihr diese Sammlungsvideos generell findet. Ich liebe sie, ich gucke sie aktuell auch gerne, also jetzt gerade im Juni. Maxim Giacomo macht diese Videos auch. Und Ninas Kosmetik, da habe ich jetzt auch heute noch ein Bronzer-Video von ihr mir angeschaut. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Primer-Sammlungs- und Declutter-Video. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Ja, hier nehmen wir mal die Sammlung rein, ne? Das ist jetzt erstmal ein Video. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!